Und wieder bin ich da in Resident Evil 7 Biohazard. Ja, hier durch die Tür kommen wir leider nicht rein. Wir haben schon die Warnung gekriegt, wenn wir den Altar anfassen, dann werden uns nicht nur die Finger, sondern auch die Möpse abgeschnitten. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir... Hier unten geht es ja auch weiter. Wo wir nicht unbedingt auf Mutti treffen. Als ich das letzte Mal hier runtergegangen bin, da war ja Schüssel angesagt, ne? Da hat Mutti mich ja hier geschnappt. Aber ich guck mir das jetzt nochmal an. Na, mit dem Rasenmäher könnte ich eigentlich auch fahren, ne? Warte mal, was liegt denn da? Ein Schuh, okay. Ich nehme mal eben jetzt mein Messer. Hey, Bro, okay. Gut. Oh, gut. Hier habe ich die Kurbel gefunden. Oh, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die brauche ich oben auf jeden Fall. Mhm. Okay, aber hier bringt mir gar nichts mehr. Ich muss auf jeden Fall zurück. Ich brauche die Kurbel. Und die Kurbel habe ich jetzt. Ich muss aber dann auch wieder zurück an Mutti vorbei. Und hier kommen mir schon ihre Schergen entgegen. Die hier auf mich warten. Hinten komme ich aber nirgendwo rein und weiter, ne? Ne. Das Ding ist, kann ich hier rüberlaufen? Nein, kann ich nicht. Das geht immer noch nicht. Ich kann aber hier eine Kurbel. Kann ich hier eine Kurbel einsetzen? Oh, super. Er kann die Kurbel auch wieder wegnehmen. Ich renne mal ganz schnell rüber. Oh, geilo. Okay, aber jetzt muss ich trotzdem ja gleich nochmal da hinten rum, ne? Wegen der Kurbel. Okay, nee, hier komme ich nicht weiter. Muss ich doch noch mal hinten rum. Ja, hier komme ich auch nicht weiter. Gut, dann muss ich hier noch mal rüber. Okay, die Kurbel habe ich mitgenommen. Das heißt, ich muss hier noch mal eben kurz einmal um den Körmel rum. Guck aber eben noch mal hier, ob ich hier irgendwas vergessen habe. Guck mal, ich habe ein... Ja, ich habe ein Dings... Gut, jetzt muss ich hier nochmal an den... Oh Gott, an den Schnullis vorbei. Und gegebenenfalls gleich nochmal an Mutti. Oha. Bevor ich an Mutti vorbeigehe, gehe ich aber nochmal kurz einmal speichern, glaube ich. Damit wir hier nicht den ganzen Speicherstand verlieren. Wenn die Frau uns nämlich hier auflauert, da habe ich keinen Bock drauf, ey. So, überschreiben wir den mal eben. Und dann werde ich mir noch mal kurz hier, Mistikack. Ja, also wirklich viel habe ich nicht mehr, ne? Habe ich denn hier noch was drin gehabt?
Eine defekte Pistole, den Skorpionsschlüssel. Die kann ich nochmal zurücklegen. Was ist denn mit der defekten Pistole? Kann ich die irgendwie auseinandernehmen? Ich guck mal kurz. Nee, nicht so wirklich, ne? Packe ich die nochmal zurück. Ich muss jetzt nochmal an die eine Kurbel ran. Das ist draußen gewesen. Da muss ich an Mutti vorbei. Scheiße. An Mutti vorbei ist allerdings nicht so einfach. Habe ich da nichts mehr? Ich habe doch noch die Dinger hier. Ich habe aber keinen Granatwerfer. Das bringt mir ja alles nichts. Benötigt Brennstoff zum Feuern. Ja, und den Brennstoff habe ich nicht, ne? Warte mal, ich guck mal eben. Hier ist die Galerie. Was ist das? Ja, genau, da ist der Rabenschlüssel. Aber ich komme hier auch nicht anders raus. Ne. Ich komme hier nicht anders raus. Ich muss da durch. Oder haben wir hier noch irgendwo irgendetwas versteckt? Ich könnte jetzt nochmal hier das Tonikum nehmen, aber... Ich kann jetzt nochmal da durchheizen. Aber das bringt's nicht. Oh, nee, 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 raus, 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 raus. Na, fuck, Mann. Die alte Schabracke, ne? Ich gehe mal eben schnell hier rüber. Wasche mal kurz die Hände. Einen darfst du mal eben kurz benutzen. Okay. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Krähenschlüssel. Yes. Schon mal. Brennstoff. Was ist denn dahinter? Da ist doch auch noch was. Antike Münze. Ah, super. Da ist nichts. Jetzt auch nichts. Ist hier unten denn noch was? Ja, außer Konserven nicht so wirklich was, ne? Oben vielleicht? Nein, auch nicht. Gut, dann werden wir den jetzt noch mal eben kurz hier einmal... Der Krähenschlüssel, okay.
Damit kann ich aber auch einmal ins Haus zurück, ne? Müsste ich ja auch. Ich müsste hier einmal raus. Ins Haus zurück, da ist ja auch noch ein Krähen-Dings. Na, jetzt kommt Mutti wieder an. Jetzt muss ich gleich mal eben gucken, ob die da abhaut. Weil ich habe jetzt echt keine Lust. Da hinten läuft sie. Die müsste doch eigentlich jetzt auch hier hinten weitergehen, ne? Da hinten läuft sie raus. Okay. Geh mal hier bitte einmal durch. Dankeschön. Das hätten wir schon mal geschafft. Dann können wir jetzt mal eben kurz zurückgehen. Weil ich würde ganz gerne da hinten im Haus noch mal eben kurz was nachgucken. Wir haben ja dort bei uns im... ...43 habe ich jetzt noch. In dem kleinen... Das hier überhaupt. Okay. In dem kleinen Dings, hier in unserer kleinen Baracke, da können wir noch ein paar Sachen einmal reinlegen. Und zwar, hier fehlt ja noch was. Stabilizer. Und was ist das hier? Das ist nochmal eine Kanone. Da brauche ich nochmal, was? Eine Magnum, ne? Ja. Nee. Okay. So, den Stabilizer. Entspannt die Muskeln und reduziert Stress, wodurch sie schneller nachladen können. Wirkt dauerhaft. Bam! Genau. Hau dir das Ding mal rein, Junge. Ich habe aber keine Videokassette dabei, ne? So, wo war denn jetzt nochmal der eine Schlüssel? Da, Vorratskammer. Okay, dann gehen wir nochmal eben rein. Ich speichere hier nochmal kurz. Gehe ich noch mal eben kurz zurück. Hier hinten brauche ich ja hoffentlich nichts mehr von dem Zeug. Okay. Vorratskammer. Wo war das denn jetzt? Das war irgendwo oben, glaube ich. War das oben oder war das hier unten? Nee, hier war es nicht. Eingangshalle. Nee, doch, das muss. Da muss ich nach oben. Okay. Ja, da muss ich nochmal eben schnell nach oben. Oh. Ach, das Schlangenteil, ne? Schiert. Warte. Vorratskammer. Wo komme ich denn dann von hier? Wie komme ich denn von da aus hier hin? Abstellraum, Schlafzimmer, das ist das Schlangending. Okay, nee. Ich muss... Unten rum. Genau. So.
erstmal eben gucken, ob ich hier richtig bin. Überwachungsbereich. Ach, das war unten, ne? Geh ich mal eben gucken. Warte mal, genau im Überwachungsbereich und dann war doch hier noch ein Zimmer, ne? Ah ja, genau, hier war der. Ah ja, genau, hier war der. Oh yes, Granatwerfer, perfekt. Dann haben wir hier noch Schießpulver. Ey, wie viel Fertilizer haben die denn da? Flintenmunition? Wieso kann ich die denn nicht mehr aufnehmen? Furk. Okay, da muss ich nochmal eben hier ein kleines bisschen was zusammenfriemeln. Ist das jetzt so schlau? Ja, muss ja schon, ne? Okay, nee, der Festbrennstoff, den kann ich doch. Nein, kann ich nicht. Aber dafür kann ich jetzt die Flintenmuni aufnehmen. Vier Stück. Davon habe ich nicht mal allzu viel. Kackjes, Mann. Ne. Mach dir mal eben bitte das Magazin voll. Ja gut, jetzt haben wir das hier schon mal zumindest. Einmal noch mal losgemacht. Jetzt guck ich mal, kann ich hier noch irgendwie? Nein, kann ich nicht, ne? Nee. War das nochmal hier? War hier noch Bier drin oder sonstiges? Eins. Meine lieben Freunde. Haben wir hier jetzt noch was mit dem Schlüssel? Da hinten ist ja auch noch ein Schlüssel. Waschraum. Da ist der Schlangenschlüssel. Den Schlangenschlüssel brauche ich noch. Da ist auch noch ein Schlüssel gefordert. Und da ist der Rabenschlüssel. Okay, dann müsste ich wieder zurück. Jo. Okay, dann muss ich wieder zurück. Ich gucke aber mal gerade hier, ob ich hier nicht vielleicht noch... Was ist denn mit den Maden? Ich weiß immer noch nicht, was ich mit denen machen soll. Ob ich mit denen überhaupt was machen kann. Muss die vielleicht auch verbrennen? Okay, gut, hier war jetzt so weiter erstmal nichts. Das ist der Skorpionschlüssel. Aber den gab es jetzt hier unten auch nicht mehr, ne?
Nee, da habe ich alles, außer die Werkstatt. Da bin ich noch nicht reingekommen. Und hier hinten auch noch nicht. Gut, dann gehe ich hier nochmal eben kurz speichern. Und guck mal eben, was ich hier noch mit Skorpionschlüssel... Ja gut, den habe ich ja, ne? Den einen brauche ich nachher noch. Das Rad, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt brauche jetzt. I'm not sure. Warte mal, was war denn hier nochmal? Okay, das ist der Schlüssel hier raus. Okay, die Flinte. Okay, die haben wir auch. Gut, dann packe ich nochmal eben kurz hier einen Speicherpunkt drauf. Und dann gehen wir mal zurück dahin. Haha, ich habe keinen, ja. Ich habe keinen Dietrich, ne? Dietrich ist aus. Dietrich ist auf Urlaub heute. Okay, dann gehen wir zurück. Oma steht hier ja nicht mehr. Heißt, wir gehen jetzt hier mal zurück. Und gehen dann hier wieder raus. Oh Gottchen, ich komme ja dann hier hinten wieder hin, oder? Ist das jetzt hier nur ein... Ne? Gut, dann müssen wir hier jetzt wieder, zurück zu Mutti. So, zurück zu Mutti und dann zum Krähenschlüssel. Und der ist hinten in der Galerie. Beziehungsweise hier. Und so wie ich hier rumboller, ist die Frau direkt auch hinter mir. Was sag ich? Alter! Oh wow, ich hätte vorher das Bolzenschussgerät ausrüsten müssen, ich Vollhonk. Oh, wie doof. Okay. Okay. Wir haben ja jetzt einmal geguckt, wie wir es nicht machen sollten. Okay, wir haben ja nochmal gespeichert. Heißt jetzt... werde ich mal kurz den auf Seite legen. Ich muss mal eben was auf Seite legen, aber das hier bräuchte ich eigentlich... Nee. Dann tust du weg. Und dann tust du ihn hier hin. Super.
das wird ja jetzt ein bisschen fies, Leute, ne? Das wird ein bisschen fies, meine Freunde. Okay, den habe ich jetzt ausgerüstet. Ich speichere noch mal eben kurz. So, und dann gehen wir direkt zurück. Kann ich denn hier vielleicht noch mal irgendwie ein bisschen Zeug finden? Okay. Dann gehen wir jetzt mal direkt zurück. Zurück in den Puff. Wir können ja vorher eigentlich noch mal eben gucken, ob wir hier nicht vielleicht noch was finden. Aber nee, das war nichts. Genau, der Plan für den Flammenwerfer, den brauchen wir auch nicht. Es wäre halt schön, wenn ich noch ein bisschen Flammenwerfermunition finden könnte, ne? Jetzt sind die Kackspasten hier auch schon wieder am Start. Hau ab, ey. Okay, gut. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als das hier so zu machen. Mutti wird uns einmal den Arsch aufreißen. Und ja, Mutti kommen wir nicht vorbei. Okay, dann gehen wir mal hoch. Mutti reißt uns den Arsch auf. So, können wir? Kann die Gute vielleicht mal... Allein weiß, was du so... Komm, lad nach. Wow. Komm schon. Kann ich hier? Komm hoch. Hoch, 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 hoch. Wow. Wow, ist sie in ihrer eigenen Suppe ersoffen, ey. Really? Bist du tot? Naja, ich geh mal lieber. Dass die gleich noch hinter mir herkommen. Guck mal, hier steht ein Fahrrad, wie geil. Was zum? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What is this? Okay. Was ist das? Betreffend des Serie-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. D-Serie Gehirnnerv. Zweitens D-Serie peripherer Nerv. Mhm. Ich glaube, das ist es. Ja. Glaube ich auch. Kann ich das jetzt irgendwie nehmen? Ich komme sofort. Ein Baseballschläger. Den hätte ich gerne. Wow. Kann ich da mal einen Screenshot von machen? Danke. So, Alt F11. Zack. Aber hier ist sonst so nichts, ne? Doch, da oben hängt noch einer rum. Komm, wir gehen mal ans Telefon. Hello? Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid.
Hat sie doch. Was ist mit dem Serum? Hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Was denn? Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Okay, können wir mit dem Fahrrad fahren? Das wird ein bisschen schneller gehen. Alles klar, also wir haben jetzt... Na, kannst du das aufmachen? Ne. Okay, meine Lieben, da würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Die ist jetzt schon wieder fast 32 Minuten lang. Und ja, Mutti ist jetzt auch hinüber. Ich hoffe, die bleibt auch hinüber. Ich werde mich noch mal eben einmal kurz gesunden. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz. Und dann, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao.